Herzlich willkommen zurück zum neuen Part von Let's Play Tomodachi Live, meine Lieben. Im letzten Part haben wir uns den Abendmarkt angeschaut und haben ein paar Spiele gespielt. Und heute kümmern wir uns kurz am Part, was sein ist, mal wieder um die Probleme von unserem Mies. Und fangen wir mal mit Zestria an. Die schläft zwar, aber die wecken wir auf. Sind einfach mal so fress und machen das. Ah, wir können schlafen sehen. Was können wir hier? Haben wir auch noch nie. Ah, cool. Wir können jetzt den Schlaf beobachten. Vollbild, und zwar schnell. Also sie träumt, dass sie Essen Beine bekommen hat und auf einmal wegläuft. Aha, sehr interessant. Mal ein bisschen Traumdeutung anfangen. Wieso schafft es nicht, das Essen zu bekommen? Das ist an der Leine und wenn sie rennt, rennt das Essen vor ihr auch. Also verstehe, also sie müsste einfach nur andersrum rennen und dann hätte sie das Essen. Verstehe, und die Frage ist, wer hat sie in die Lage gebracht? Wer hat das dahin gemacht? Und wieso denkt sie, dass sie das Essen nicht bekommen kann? Man normalerweise, wenn man erträumt, hat man trotzdem irgendwie noch sein Gehirn dabei. Also, okay, das hörte ich gerade nach einem Ultrafront an, ne? Nein. Aber ich meine, wenn ich irgendwas träume, also ich meine, wenn ich persönlich also, wenn du ja was träume ich da, wie ich finde, irgendwas erst Kurioses. Und jetzt hat es das Single vermessen, sehr schön. Und wenn ich schon wieder was träume, bin ich aber irgendwie nicht dumm, so. Und nicht dummer, wie im Real-Fall auch, so, wisst ihr was? Räume sind der coolsten Träume und realistisch, aber man ist halt irgendwie trotzdem genauso intelligent, wie man halt im realen Leben ist, so, und irgendwie ist das Ganze gerade sehr skurril, dieser Traum hier. Aber einen blauen Stuhl im Hintergrund, aha. Das bedeuten. Ja, aber ich glaube, es ist gerade gefüllt, eine Bullshit gelabert. Ich finde, es ist skurril als Hund, so irgendwie. Träume können manchmal echt skurril sein, und zwar wirklich skurril, aber ich wüsste es nicht, dass ich auf einmal im Traum, Essen hinterher ist auch ein Videospiel, ne? Finde es aber lustig, da irgendwie so zu sehen. Ich glaube, man hat gerade irgendwie gar nicht gereiht, was man der Aussage sagen wollte. Perfekt. Gut, dann, über wieder zurück zum Hauptgame, weil ich glaube, hier passiert nichts. Wie weiter ist mit den Sardinen? Eieieiei. Na cool, aber ich habe die Sardinen jetzt behalten. Okay, das war auch mal was Neues. Kann es sein, die letzte Aufnahme war ein bisschen länger her. So, du hast das letzte auch ein Problem, sagen wir doch mal. Einen neuen Hut, okay. Ja, komm, nee, da kaufen wir jetzt mal einen neuen. Gibt's noch was Schönes? Nochmal Saisonware. Bisschen was Neues. Hier kommt so ein Karo-Hut, da ist es doch. Er hätte natürlich auch gleich wieder 3 kaufen können, ne? Ist ja wurscht. Schauen wir nochmal. Bin gespannt. Gefällt es schon am wenigsten. Gut, weil es ist richtig scheiße. Okay, perfekt. So ist das halt. Aber es gibt immer Dankeschön, so das ist das Ehrenhafte dran. Kaleidoskop. Keine Ahnung, was es ist, aber es fangen jetzt nicht wieder an zu googeln. Keine Angst. So, stopp, da wird noch mehr was, nämlich so 4 hat noch was. Zum 8er natürlich hin. Ich weiß, wir haben uns seit einer Woche nicht mehr gesehen. I'm sorry. So, wie kann man dir helfen? Das ist ein bisschen blöde. Es hilft dir, es zu suchen. Okay, ich weiß halt zwar noch nicht, was es ist, aber es ist auch. Wurst ist, wenn wir jetzt irgendwo so ein obviously finden. Okay, die spielen gerade vermutlich das Dance auf der Sitz oder was? Fühle es. Lass mal da mal zuschauen. Es ist echt immer witzig, mein Mies einfach so mal ein paar Minuten zuschauen, mal was auch immer die machen. Hier ist ein Beispiel, wo die jetzt einfach 40 er Sprung ist auch noch bei, hat man gar nicht gesehen. Wo ist das denn? Spin? Wie fokussiert Spong da auf dem Bildschirm-Sound? Oder von einem Foto machen? Ich weiß nicht mehr die Kombination.
Aber es ist genau der Moment dann weggeklickt, wie das Foto gemacht wird, oder was? Ach nee, ach, man kann auch damals in den Häusern wechseln. Sehr interessant. Gut, dann sollen wir mal was Mies machen. Da haben wir festgestellt, Anni, die macht mit dem Gamepad, das ist safe. Wie ist denn das? Wie Party You, was es damals gab. Was ist das denn safe, machen die das? Das ist ein Partyspiel, wo man das Gamepad braucht. Ist cool, dass sie das spielen. Wäre ein wildes Spiel, aber es auch. Müssen wir mal wieder spielen. Vor allem auch mal das Playen. So, da Key, der tut einfach auf den Rücken das Gegend rollen. Mach es auch immer, vor allem, wenn es langweilig ist. Okay, Stria sitzt in ihrem Zimmer mit ihrem neuen wilden Hut. Aha, Sven ist im Café. Fabi ist auch im Café. Das haben wir gleich noch vorbei, was da los ist. Kröte ist in ihrem Haus. Gut, diesen Gamer sitzt in seinem Zimmer. Uwu läuft in seinem Zimmer rum. Und Michelle pennt. Perfekt. So, Zombie ist zuallererst aus dem Café und dann auch nochmal in unser Haus. So, also erstmal mal ins Café, was da abgeht. Aber wir stalken ja so gerne Leute, kann man das groß begleiten lassen. Aha, da werden die Sandwiches gegönnt. Also Abendessen ist ja um die Zeit in-game mit 19 Uhr. Du hast auch eine solide Zeit, um ja, es ist Abendessen zu gönnen. Spielst auch so mit der Hintergrundmusik. Da wollt ihr ein bisschen auch sehen, ich sag's wie es ist. Also, sehr, 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 sehr cool. Und jetzt haben wir noch, wir sind bei dem Haus dabei, das ein Haus, das wir bis jetzt haben. Wo ja auch so ein, ja, mein Mii und Kröte drin ist, weil die sind ja in dem Game verheiratet, was sehr witzig ist. Und auch da sind wir einfach mal so. Und sehen wir einfach auf dem Sofa still. Ich weiß die eh nicht, wenn wir ein eigenes Haus haben, so wie überhaupt noch manchmal unser Wohnungshill. Aber wir tun es halt, so ist es halt, ne? Gut. Also wir sind einfach da. Dann haben wir das auch mal gesehen. Da ist noch Bedarf für mehr. Also ich hoffe, da wird in Zukunft noch was da bringen. Passieren, aber da kann man auch ein bisschen beeinflussen. Muss man aber auch nicht, ne? Wie man es halt will. So, in diesem Sinne, liebe Leute, bedanke mich fürs Zusehen von dem Part von Tomodachi Live. Im nächsten Part geht's weiter. Bis dahin, sag ich sagen, was zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.